Fräuleinchens, zu einem neuen Vlog von mir, nachgefühlt einer halben Ewigkeit. Ganz so lange ist es noch gar nicht her, der letzte Vlog, aber für mich fühlt es sich irgendwie an, als hätte ich es monatelang nicht mehr getan. Ja, tatsächlich, es ist verrückt, gell? Ja, ich nehme euch heute mit durch meinen Tag, durch meinen Mama-Alltag, denn der Alltag ist endlich wieder eingekehrt. Ich finde es immer ganz schön, Sommerferien, das habe ich euch ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin so ein Mensch, ich brauche immer so meine feste Routine und das hat man einfach so in den Sommerferien nicht. Deshalb finde ich es jetzt eigentlich ganz gut, dass der Alltag eingekehrt ist. Wir waren ja mit Bayern, so ziemlich das Schlusslicht, was die Sommerferien betrifft. Ich glaube, manche von euch, die gehen ja schon bald wieder in die Herbstferien, gell? Es ist verrückt und pünktlich, dass die Ferien zu Ende waren, ist tatsächlich auch das Herbstwetter eingetroffen. Ja, also es waren Samstag noch 30 Grad, seit Sonntag geht es rapide nach unten. Es ist nur am Regnen, es ist echt kalt geworden. Die Woche noch 11 Grad sind gemeldet. So verrückt, hey. Egal, wir wollen ja jetzt hier nicht über das Wetter reden, gell? Oh Mann. Ja, ich habe es euch ja im Foodhaul schon versprochen. Ich wollte heute auch mal wieder ein bisschen mit euch quatschen. Was jetzt Thema Chirurgie. Es ist immer noch nicht ausgestanden. Es ist so bekloppt. Also meine Narbe ist ja jetzt endlich zu. Und seit letzter Woche darf ich tatsächlich auch ganz normal wieder duschen. Was echt schon mal richtig schön ist. Problem ist immer noch die Entzündung tatsächlich. Die war ja so gut wie weg. Und jetzt fing das weiter oberhalb an, am Bauchnabel. Der war ganz krass gerötet und richtig heiß. Und oben drüber, ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing. Und dieses Teil, wo der Piercing drin war, also dieser kleine Hautlappen, der ist auf so eine Dicke angeschwollen. Da ist okay. Dann haben die nochmal nachgeguckt und haben mir ja Antibiotika verschrieben. Das habe ich jetzt 10 Tage am Stück genommen. Und sollte gestern... Ein LKW, ich habe nur die Fenster aufgekippt. Naja, auf jeden Fall sollte ich gestern nochmal kommen, um erneut Blut abzunehmen. Dann habe ich hier gesagt, soll ich mal bitte meinen Bauchnabel angucken. Ganz, ganz verrückt, hey. Und ja, dann wurde ein Ultraschall gemacht. Man hat auf dem Ultraschall schon direkt die Entzündung erkannt.
Warum das so ist, man weiß es nicht. Jedes Mal aufs Neue wird mir wieder mit einer OP gedroht. Aber ich habe gesagt, ich möchte es ganz gern ohne OP, wenn irgendwie möglich, hinbekommen. Ja, jetzt steht im Raum, ob es punktiert wird. Dann muss ja trotzdem wieder ein ganz kleiner Schnitt gemacht werden. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal neues Antibiotika bekommen. Das soll ich jetzt mal fleißig noch 5 Tage nehmen. Und ich hoffe, dass es dann endlich erledigt ist. Ich habe so langsam keine Lust mehr. Ich meine, es war 6 Wochen her. Körperlich geht es mir wieder richtig gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, so entzündungsmäßig merke ich jetzt nicht viel. Außer, dass es natürlich angeschwollen und knallrot und heiß ist. Aber es schränkt mich null ein. Ja, so langsam, keine Ahnung. Geht mir langsam auch die Geduld ein bisschen flöten. So, das war jetzt erstmal das zum Thema Bauch-OP, die ich hatte. Und jetzt noch ADHS-Test. Da warten ja auch viele, was ich zu sagen habe. Keine Diagnose bekommen. Also der Test war tatsächlich stark auffällig, aber dieser Neuropsychologe meinte auch zu mir, dass 50% der diagnostizierten ADHS-Diagnosen meistens falsch sind. Und deshalb hat er sich nicht getraut, mir die Diagnose zu geben. Obwohl, wie gesagt, also das war wirklich stark auffällig, der Test. Und ich habe es auch selbst gemerkt, so die letzten 15 Minuten vom Test, ich konnte mich null mehr konzentrieren und hatte dementsprechend extrem viele Fehler gemacht. Ja, aber wie gesagt, erstmal hat er gemeint, soll ich meine Angststörungen mit der Therapie in den Griff bekommen, weil oftmals wird ADHS und Angststörung auch verwechselt. Und durch die Therapie weiß ich ja schon, dass ich starke Angstzustände habe. Und ja, genau, also erstmal keine Diagnose. Er meinte, wenn das mit den Angststörungen gut behandelt wurde und meine Symptome sind immer noch da, dann reden wir nochmal über die Diagnose, über die ADHS-Diagnose. Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, ja, alles war auffällig, alles deutet hin, aber wie gesagt, man kann das anscheinend ganz leicht mit Angststörungen verwechseln. Und dann habe ich mich ganz viel mit dem Thema befasst und dachte, ob ich wirklich an Depressionen gelitten habe, war alles sprach dann jetzt für diese Angststörungen. Keine Ahnung. Manche haben mir gesagt, Jasmin, hol dir eine zweite Meinung, aber ich bin ehrlich, ich habe keine Lust und keine Energie mehr, mich gerade im Moment weiterhin damit zu befassen. Ja, ich konzentriere mich jetzt einfach drauf, dass ich die Angststörungen irgendwie in den Griff bekomme. Ich meine, so easy ist es halt nicht, gell? Man kann ja nicht kontrollieren, was teilweise im Kopf abgeht. Manche schon, aber nicht halt alles. Ja, wir warten ab und machen gar nichts erstmal, weil echt, mir steht's bis hier. Ich kann es teilweise, ich ertrage das selbst nicht mehr, gell? Diese ständigen Arztbesuche. Ich hab einfach keine Lust mehr drauf. Ja, also suhle ich mich weiterhin noch ein bisschen im Elend. Nein, Spaß, aber ja, ich nehme es jetzt erstmal so hin. Genau, so, genug gequatscht. Ich bringe jetzt die Kleine zur Schule. Oh Gott, da bin ich das erste Mal nach langer Zeit mal wieder allein zu Hause. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Das ist. Das letzte Mal ist halt einfach schon so ultra lange her. Ja, genau. Und da mache ich so einen kleinen Mini-Haushalt. Eine PC wollte ich noch. Und mehr habe ich tatsächlich heute erstmal nicht zu tun. Dafür war gestern der absolute Stresstag. Hallo Mimi-Maus, was machst denn du da? Ich rufe die Mimi und wer kommt hergejagt? Der Max. Ja, war klar. Komm. Warte, abstürzt. Ja. Anlauf und hoch mit dir. Da ist er. Du siehst ihn gar nicht. Da ist er. Oh, mein Maxi-Baby. Girl. Die treue Seele. So, da. Da seht ihr sie. Die Mimi und die Kleine kommt auch. Muss ich Haare machen, gell? Nee? Willst du auflassen heute? Okay. Also keine Haare machen. Aber du hast ja auch keinen Sport, ne? Aber wenn Sport ist, machen wir ja wieder einen Zopf, ne? Das nächste Woche. Stimmt. Dein Oberteil ist zu kurz. Nein. Doch, so ein bisschen am Bauch. Wir müssen dringend shoppen. Wir müssen ganz, ganz dringend los. Wenn nicht sogar heute, gell? Achtung! Man sieht mich nicht. Achso, läufst du von hinten? Sie ist gebrieft hier. Ja, wir müssen dringend shoppen. Über Sommer ist es nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo es so richtig kalt ist und sie wieder einen Pulli oder Sweatshirt tragen muss, fällt uns auf, es ist alles zu kurz. Hier geht es jetzt von den Armen her noch, aber nimm mal lang, dann guckt der Bauch raus, gell? Okay. So verrückt, was sie über den Sommer einen Schuss gemacht hat. Das fällt einem so krass
gar nicht auf, bis man dann immer die Kleidung in der Hand hält. Also gestern hat man nur den Rücken gesehen. Ja, gestern aber hat der Rücken ausgeguckt. Ja, und dann haben wir gestern schon ein bisschen ausgemisst, also wir müssen ganz dringend los, gell? Mhm. Das hat keinen Wert so. Die wird groß, gell? Heute ist der erste Herbsttag. Ja, heute ist der offizielle erste Herbsttag, stimmt, ja. Nee, gestern. Nee, da war gestern, hast recht. Und pünktlich zum ersten Herbst war das Wetter schlecht, gell? Aha. Morgen fangen wir übrigens an mit der Herbstdeko. Da freust du dich, gell? Ich wollte es eigentlich schon vorgestern machen, aber hier auf dem Tisch war noch das ganze Lego ausgebreitet, weil wir da seit 2 Wochen, keine Ahnung, am Lego bauen sind. Und das hat der Christian jetzt mal weggeräumt und jetzt habe ich Platz für die Deko und jetzt kommt da noch die Müllabfuhr. Ich glaube, da, nee, ihr seht es gar nicht, gell, aber die ist direkt auf dem Fenster eben gewesen. Oh Gott, ich plapper und plapper. Ich bringe jetzt die Kleine in die Schule und dann mache ich Haushalt. Bis später! Mir war eben so kalt, dass ich mir ein Strickjäckchen übergezogen habe. Es ist so heftig. Man glaubt gar nicht, dass es vor 3 Tagen noch 30 Grad war. Ne? Ich war ganz kurz davor, eben einen Kamin anzumachen, aber ist vielleicht doch noch ein bisschen arg früh, gell? Und guck mal da, die 2. Selbst die sind total leerig bei dem Wetter. Ein richtiges Kuschelwetter eigentlich. Ja, ich gehe jetzt noch ganz kurz an den PC. Arbeite da noch ein bisschen was und da fange ich an mit Mittagessen. Bei uns gibt es heute so Backkartoffeln mit Sour Cream und Salat. Das werde ich machen, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, es ist ja die erste Schulwoche. Das heißt, die Kids, die kommen auch schon bald wieder, weil die erste Woche nicht lange Schule ist. Genau, aber das Schöne ist, die Kleine macht die Hausaufgaben schon in der Schule und dann müssen wir das nicht machen. Naja, so ist es. Ah, Maxi, kommst du doch mit? Hey, ich muss mal hier im Büro Fenster zumachen. Es ist, überbelichtet. Es ist so eisig kalt hier. Das ist unglaublich, gell? Ich glaube, das ist so das typische Erkältungswetter auch gerade wieder. So, ich fange mal langsam an mit dem Mittagessen, um mich mal so ein bisschen hier aufzuwärmen. Also mir wird es ja überhaupt nicht warm heute. Es ist total verrückt. So, ich habe euch ja gesagt, es gibt Backkartoffeln mit Sour Cream und ich mache wahrscheinlich einen Gurkensalat. Kartoffeln einfach nur waschen. Die kommen dann in den Backofen für gute 45 Minuten. Und dann, wenn sie fertig sind, werden die einfach nur einmal halbiert und das Innere rausgeholt, so ein klein wenig. Und wird mit der Sour Cream und ein bisschen Schinken, Petersilie und natürlich Gewürze, wird das vermischt, kommt wieder in die Kartoffeln rein. Und so, ja,
eine gute halbe Stunde nochmal in den Backofen. Das war's tatsächlich. Und Rezept Sour Cream kann ich euch gerne mal verlinken. Das habe ich von Chefkoch. Genau, und das mache ich mal in der Hoffnung, dass ein bisschen wärmer wird. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Kartoffeln sind jetzt noch mal circa eine halbe Stunde im Backofen. Ich mache jetzt gleich noch einen Gurkensalat dazu. Dressing. Danach werde ich nämlich immer gefragt, habe ich einfach nur Essigöl, Maggi, Salz, Pfeffer und ein klein wenig Naturjoghurt mit reingegeben. Eigentlich gehört noch frischer Schnittlauch. Nee, nicht Schnittlauch, Dill. Ganz wichtig, frischer Dill in den Gurkensalat rein. Habe ich leider keinen da und gestern nicht beim Einkaufen bekommen. Deshalb müssen wir heute leider drauf verzichten. Genau. Ansonsten werden die Kartoffeln jetzt fröhlich vor sich hin backen. Hol ich schnell die Kleine ab, dann essen wir und dann ja, schauen wir mal weiter. Also wettermäßig sieht es immer noch nicht so mega gut aus. Naja, was will man machen, gell? Ich mag gerne Herbst, Winter, von daher wegen mir muss der Sommer jetzt nimmer kommen. Dieser Sommer war für mich jetzt zumindest eh nicht wirklich erwähnenswert, ne, durch die OP und alles. Von daher, Sommer kann weg und dementsprechend mach ich morgen die Herbstdeko. Ich freue mich so drauf. Ich finde, das wirkt halt immer gleich noch viel gemütlicher, ne, wenn es draußen regnet, man sich auf die Couch kuschelt und hat so ein bisschen Herbstdeko und Lichter und... Liebe ich total. Habe auch gestern schon alles im Keller zusammengekruschelt, was ich dafür brauche. Ja, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Na, keine Ahnung. Ich hole jetzt schnell die Kleine ab. Und dann futtern wir später. So, unser Mittagessen ist fertig. Jetzt mal ganz ehrlich, das schaut doch echt richtig, richtig lecker aus. Und dazu einen Gurkensalat, den habe ich heute nicht in Scheiben, sondern in Streifen mit dem Sparschäler gemacht. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich kämpfe gerade wieder gegen das tägliche Mittagstief. Nach dem Mittagessen immer das Gleiche. Aber ich glaube, wir müssen uns auch erst wieder so ein bisschen an die Uhrzeit gewöhnen. Wenn man so 6 Wochen fast ausschlafen konnte. Ja, merkt man, gell, Kleine. Ja, auf jeden Fall haben wir lecker Mittag gegessen. Probiert das unbedingt mal aus, es war echt lecker. Aber wir mussten gut nachsalzen, also ruhig, richtig gut würzen hier. Die Kleine macht noch was fertig, das hat sie in der Schule nicht fertig bekommen. Und dann düsen wir los. Wir müssen Kleider kaufen. Ihr habt sie heute Morgen schon mitbekommen, das Kleiderdilemma.
Genau, und es wird ja nicht besser, ne? Deshalb zumindest ein paar Pullis und lange Hosen. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber mir ist schon wieder entfallen. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren sehr, sehr erfolgreich. Ich liebe diesen kleinen, süßen Second-Hand-Laden. Ausgegeben habe ich... Du hast einen Zettel, perfekt. Genau, 67 Euro. Was? Aber wir haben auch viel dafür bekommen, ne? Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo fangen wir an. Pullis. Wir haben unendlich viele Pullover geholt. Einmal den mit Einhorn. Der ist voll schön. Der ist richtig schön und den kann man dann so... Ups. Oder halt eben nach unten. Genau, einmal. Nach unten geht besser. Ja, nach unten geht besser, hast du recht. Ich glaube, ich schmeiß mal alles hier auf den Tisch, weil sie hat das so zusammengeknotet, dass es noch in die Tüte reinpasst. Oh mein Gott. Kleine, nimm mal die Tasche bitte. Dankeschön. Macht nichts. So, Gott, das ist einfach alles ein riesengroßer Bündel. Dann hat sie sich noch diesen Pullover hier ausgesucht. Was haben wir noch Schönes? Einmal Tom und Cherry. Ist das der Tom oder der Cherry? Ich weiß es gar nicht mehr. Cherry. Das ist der Cherry? Ja. Gut, Tom war die Katze dann, ne? Ja. Oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. So, da durfte einmal ein Snoopy-Pullover mit. Der ist auch schon ein bisschen dicker. Was haben wir noch Schönes? City New York. Pullover durfte noch mit. Dann, den wolltest du unbedingt haben. Der ist aber definitiv erst für den Winter. Das ist ein richtig schöner, dicker Strickpullover. Dann einmal Mickey Mouse Kapuzenpullover durfte noch mit. Also ihr seht, eine ganze Menge. Gerade das ist jetzt noch so das Alter, wo ich eigentlich ziemlich gern gebraucht kaufe. Weil die Kinder so schnell rauswachsen. Ich war ja im Frühjahr erst, oder? Kurz vor Ende vom Frühjahr. Und habe da jede Menge Pullover und lange Hosen gekauft. Und es passt halt einfach nichts mehr. Ne? Ich finde, da lohnt es sich nicht. Und die Sachen, die sehen echt mehr als gut aus. Und der Secondhand-Laden, in dem wir immer gehen, da werden auch wirklich nur gute und neuwertige Klamotten immer angenommen. Unter anderem dieser Pullover hier. Dann haben wir noch diesen da. Hey Girl Pullover. Ey, ein Riesenstapel. Den fand ich voll süß. Und den hat sie sich selbst ausgesucht. Das ist ein lilafarbener Kapuzenpullover. Und da steht drauf: Mommy is my bestie. So, dann durfte noch dieser hier mit. Den fand ich auch richtig schön mit der Schleife und so gestreifte Ärmel. Den hatte ich auch auf. Nicht wundern, Christian ist hier gerade in der Küche zugange. Dann haben wir noch diesen Pullover, oder eher Sweatshirt, ist das ja eher, ne? Da haben wir noch mitgenommen. Dann der hier, der war auch ganz cool, denn der hat eine Vorderseite und eine Hinterseite. Also klar, hat natürlich jeder Pullover, aber der ist halt doppelseitig bedruckt, das wollte ich eigentlich sagen. So, es geht immer heiter weiter. Dieser süße Pullover, Sweatshirt, durfte auch noch mit. Oh Gott, also ihr seht, es ist echt eine Menge geworden, aber es wurde auch bitter Zeit. Diesen da haben wir noch. Ich hoffe, ihr seht es, gell? Ich habe es gerade gar nicht gesehen, wie ich es in die Kamera gehalten habe. So, dieses Basic Sweatshirt haben wir noch, ist aber unten so zusammengerafft. Dann haben wir Jeans mitgenommen. Einmal so eine Röhren-Jeans. Also, das ist gerade eine ganz komische Größe. Wir hatten ja die ganze Zeit so 134. Da ist alles zu klein. 140, manches ist zu klein. 146 aber viel zu groß. Und gerade bei den Hosen ist das echt schwierig, weil bei ihr ist es genauso wie beim Papa. Sie hat einen langen Oberkörper, aber kurze Beine. Und deshalb ist es einfach immer ein bisschen schwieriger, auch die Größe abzuschätzen. Jetzt habe ich mich an 140er gewagt. Genau. So, dann diese Chilis, die fand ich auch so mega süß. Und wisst ihr was? Die hat 2,90 Euro gekostet, da kann man echt nichts sagen. Und unten ist es so ein bisschen ausgefranst mit der süßen Eule.
noch eine Jeans mit so ein paar Franzen drinnen. Die wirkt arg groß, aber es ist tatsächlich ja 140. Hier steht so drin, aber sehr, sehr schmal geschnitten. Wir haben einen Schlafanzug noch mitgenommen für Pferdefans. Und da ist die Hose passend dazu. Der wirkt noch arg groß, aber ich finde gerade für ins Bett, da ist es eigentlich nicht schlimm, ne? Lieber zu groß als zu klein. Ja. Und zum Schluss haben wir noch einen Regenmantel gefunden. Oh mein Gott, der ist so mega schön. Magi ist von Jigga. Ist das nicht Ernstings Family, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin? Auf jeden Fall schaut er so aus. Ein schöner, langer Regenmantel von innen. Ist auch so gemacht mit diesem Herzchen. Echt süß. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der Stoff, der ist so, so glänzend. Die Jacke schaut echt mega, mega toll aus. Ja, das war unsere Secondhand-Ausbeute. In den nächsten Tagen müssen wir noch neue Turnschuhe holen. Und dann ist auch dieser Shopping-Marathon wieder beendet. Ja, ihr Lieben, ich würde das Video jetzt schon beenden. Es ist tatsächlich schon wieder nach 17 Uhr. Ja. Sprich, ja, guck auf die Uhr. Sprich, heute passiert nichts Spannendes mehr. Also, ja, verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt. Und sage bis ganz bald. Ciao!